muss es mal eben die Mucke wieder ausmachen. So. Und jetzt Antares des Skorpions. Mal eben schauen. Sehen wir jetzt einfach tatsächlich auf beiden Seiten einen Stalker? Ich glaube es nicht. Beide Seiten Stalker, Quickdraw, Raven und Shadowhawk. Also abgesehen von den Varianten des Stalkers sind sie komplett gespiegelt mit ihren Ausstattungen. Oh ja. Das ist interessant. Vor allem Long Range. Schaut euch das Lichtgewitter an. Ich gehe mal ganz raus, da könnt ihr euch das machen. Das mache ich auch gerade. Wahnsinn. Also hier Large Laser Fire aus allen Richtungen. Das ist Wahnsinn. Wie in der Disco. Ja? Wunderschön. Wie als wollten sie ein Spinnennetz flechten über die Mitte der Arena. Super gut. Und werter Chat, ihr habt Dodger doppelt gehört, weil der bei Leif Eriksson irgendwie mit am Mikrofon saß. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat schon Skills. Ah, ne? Wahnsinn. Ja, jetzt muss ich auch mal wieder richtig ins Geschehen reinschalten. Huch, falschen Knopf. So, zack. Denn wir haben auch tatsächlich schon den ersten Qualm bei Polycat in ihrem Raven. Schauen wir doch mal eben, wie es bei ihr aussieht. Wobei Lomax ist bei 66%, der ist schon gelb. Tatsache, mit seinem Stalker. Der hat aber dann schon... Na, wobei, na, Center geht noch. Seitentor ist ziemlich angeranzt. Bei Polycat will ich jetzt aber wissen, was da qualmt. Es ist ein Arm. Na gut, das kann man noch verkraften. Schauen wir mal, was noch so weiter abgeht. Also bis jetzt ist es noch mehr... Oh, wobei... Die Antares Scorpions nähern sich langsam doch dem Gegner, während Black in Action sich so ein bisschen mehr zurückzieht, was wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Sie müssen sich strategisch wieder gut aufstellen, um weiterzuarbeiten. Der muss auf das UAV stehen, ne? Momentan, obwohl das, glaube ich, relativ sinnfrei ist momentan. UAV, wo bist du? Ich habe ein UAV hier stehen und zwar, also habe ich hier angezeigt. Ja, du hast auch den Radar, ne? Über Polycat? Über Polycat. Steht aber offiziell nicht da, über mir ist nur die Sonne, wenn ich damit zum Polizeicat schaue. Aber da ist okay, geht weiter. Sie. Ja. Oh, da ist sie angefahren. Ah ne, das ist Mikoshi. Ups, Polycat ist bei der Hauptstreitmacht. Oh, der Shadowhawk ist caught. Uiuiuiui, schnell hinter. Die sind viel zu weit verstreut auf dieser großen Map. 56% nur, da geht die Hälfte vom Mac flöten. Und Strike haben sie mitten in die Ecke da. Ob er den wohl noch mitnimmt? Boah, der Hardrock so böse angefahren. Schade, schade, schade. Der Strike ist hinten rausgegangen. Hardrock runter auf 48. Das will aber auch schon was heißen. Er hat beide Arme, ne, doch beide Arme verloren. Na gut, das ist aber auch relativ egal. Er hat ja den Shadowhawk. Alle Laser so montiert im Seitentor. So Polycat jetzt noch mehr Qualm, noch weniger Panzerung. Also, insgesamt sehen McHoshi und seine Crew ein bisschen schlechter aus. Wobei McHoshi tatsächlich noch im gelben Bereich ist mit seinen HP. 96% hat er noch. Ja. Und der gibt noch, ne? Der teilt noch ordentlich aus. Ja. Der Stalker. Wenn wir uns die Antares Scorpions angucken, da sehen die insgesamt im Schnitt tatsächlich schlechter aus. Also Hardrock ist zwar im roten Bereich, hat aber noch seine komplette Bewaffnung und hat sich eigentlich sogar eine ganz gute Position ausgesucht. Sich umdrehen. Ich glaube, da ist... Da kommt Feuer von hinten irgendwo. Nee, das ist McHoshi tatsächlich, der mit seinem Stalker hinterherkommt und Fire Support gibt. Also richtig, von hinten kommt da nichts rein. Es geht ein Strike runter, Burkress, den bringt sich aber in Sicherheit vom Highground und er ist weg. Da hat ihn doch gerade noch mal eben jemand unten drunter weggesniped. War es Paradox mit seinem Raven? So von der Position her? Ich habe es leider nicht komplett sehen können. Ich habe auch gar nichts gesehen. Nur gesehen, wie er umgekippt ist. Sie sind wirklich sehr gut verteilt. Aber ich glaube, so von und Strahl her. Und da holt er sich Hardrock weg. Oh mein Gott. Und das Mac war, wer über. War's? Das war der Raven. Das war Paradox. Ja, Paradox hat ihn sich geschnappt. Eine gute Position. Jetzt kriegt McHoshi von der Seite eingeschenkt. Polycat kann leider nicht ganz raus und McHoshi hängt einfach mal richtig fest jetzt in der Position. Das war ganz nett, dass man sich hier mit den Hügeln so ein bisschen auf dem offenen Feld noch in Sicherheit bringen kann. Aber wenn der Gegner jetzt auf dem Low Ground einfach mal pusht und auch reindrückt von da aus, dann sieht man einfach ziemlich schlecht aus. McHoshi hat auch ziemlich viel Panzerung gelassen, Polycat ist gerade niedergeschmettert worden. Und jetzt ist er ganz alleine. Ja. Also ich befürchte... Leider, leider. Sie haben aber ihr habt immerhin Paradox noch mitgenommen. Das sei ihm ja mal gegönnt. Aber der Raven hat auch böse ausgeteilt. Also Paradox hat gut ausgeteilt. Mir fällt gerade mal ein Fail von beiden Teams auf. Aber richtig krass. Was denn? Es sollen noch zwei Clans und zwei Innersphere-Mechs sein. Nee, ja. Man kann maximal zwei Clan-Chassis aufstellen. Also Innersphere ist nicht Pflicht, oder was?
Du kannst auch 3 IS. Ich meine, nur ja. maximal 2 NR4 ist nicht. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Wie gut, dass wir einen Offiziellen dabei haben. Dich. Krass, wie McCosh, sie sind noch verteidigt da in der Ecke. Das stimmt. Aber allerdings. Da kommt Jiloko daran. Und wird niedergeschmettert. Da hören wir McCoshis Warhorn schmettern. Er geht in den Shutdown, aber bei der Position ist das in Ordnung. Der gibt richtig. Das wird nochmal spannend jetzt. Ich riskiere es und ich schau mal bei Lomag rein. Hoffentlich fällt McCosh in der Zeit nicht um. 36% gegen 36%. Beide haben den Center auf, wobei Lomag ein bisschen schlechter aussieht tatsächlich vom Center her. Und McCosh gibt nochmal einen raus, komm, gib nochmal einen raus. Beide runter auf 34%, dass er das so lange noch durchziehen kann. Wer schneller ist, gewinnt in diesem Fall. Oh, Max kommt von der Seite, McCosh hat ihn bemerkt, kann aber nicht... Immer noch nicht, aber ich glaube, der hat keine Waffen mehr, Hoshi, ja, oder? Entwaffnet, das war's. Schade. GG, spannend zum Schluss. Also, Respekt an McCosh, hat der saugut gemacht noch zum Schluss. Richtig lange Stand gehalten und schön ausgeschenkt. Er hätte noch fast Lohmark mitnehmen können. Aber das Flankenmanöver von Max war einfach viel zu gut. Vom Highground aus keine Chance. GG, well played und Gratulation an Antares Scorpions. Gut gemacht. Boah, herzlichen Glückwunsch. Extrem hochklassige Spiele fand ich hier. Spiel um Platz definitiv. 3. Sehr aufregend auch. Es war Best of 5. Ja, richtig live.